Jetzt alle Gäste zurück an Bord. Es ist bei uns 20.22 Uhr. 21.22 Uhr in Deutschland. Und wir werden uns, wenn der Lotse denn an Bord ist und die Maschinen laufen, auf den Weg machen nach Kirkwall auf den Orkney-Inseln. Die Distanz bis dahin sind 119 Seemeilen oder 220 Kilometer. Für die Überfahrt benötigen wir eine Geschwindigkeit von 10,8 Knoten oder 20 km/h. Wir wollen dann morgen früh um 8.30 Uhr an die Lotsenstation vor Kirkwall kommen, sodass wir pünktlich um 10 Uhr tenderbereit sind für Sie. Heute Abend haben wir leichte westliche Winde, die fast am Einschlafen sind. Das Ganze bei 12 Grad Celsius. Und es ist wie versprochen noch schön aufgebrochen heute und hat ein bisschen Sonnenschein gegeben. Morgen rechnen wir mit südlichen Winden der Stärke 3 bis 4. Es soll leicht bewölkt sein und sonnig eventuell wieder am Nachmittag. Das Ganze bei Spitzentemperaturen von 15 Grad Celsius. Sonnenuntergang ist heute Abend um 21.48 Uhr und die Sonne geht morgen früh um 4.50 Uhr dann wieder auf. Aber es gab gestern bei mir. Der läuft nicht. Was soll denn gebettelt? Okay, jetzt kann der Praktikant wieder fahren. Baut da los, ja.